Willkommen zu einem Kurztutorial von Riemchenwerk. Heute, wie verlegt ihr Riemchen um Steckdosen und Lichtschalter herum? Bei einer Schattenfuge ist es nötig, die Steckdose bündig zum Mauerwerk anzubringen, da man sonst seitlich in die Dose schauen könnte. Außerdem integriert sich die Steckdose so schön in die Klinkerwand. Bei einer Vollfuge kann die Steckdose optional auch auf die Riemchen gesetzt werden. Ihr messt die Abstände zur Steckdose genau aus und übertragt das Ergebnis auf den Stein. Dann schneidet ihr ganz vorsichtig an den angezeichneten Kanten entlang. Achtet hier bitte auf den nötigen Arbeitsschutz. Wenn ihr sauber geschnitten habt, dann passt das Riemchen nun genau. Das Gleiche wiederholt ihr nun mit den weiteren Riemchen immer dann, wenn ihr mit der nächsten Reihe wieder an der Steckdose ankommt. Mit kurzen Verlegeeisen könnt ihr auch an solchen Ecken noch arbeiten. Auch hier werden die Riemchen zunächst angesetzt und dann leicht verzogen, um den Anpressdruck des Klebers am Riemchen zu erhöhen. Und schon sind die Steckdosen und Lichtschalter sauber in die Ziegelwand eingebettet. Weitere Infos und vor allem eine große Auswahl an Riemchen findet ihr unter www.riemchenwerk.de.